Tag und Leute, ich bin Ikusare und ich habe heute einen Gast dabei. Ja, und zwar den Gast ohne YouTube-Kanal. Tja, und ich würde sagen, wir machen auch gleich mal weiter. Indem wir, wo wollte ich gerade hin? Ah, da unten zu einem Lernstein. Und, ja, wir nehmen eine weitere Holzmine ein. Und wir besuchen einen so unserer Städte, um unser Herz zu vergrößern. Ich habe übrigens, ich weiß auch nicht, ob du es schon wusstest jetzt, weil so hochgeladen und so weiter. Ich habe meine Armee ein bisschen verändert. Ja, durch meine Facharbeit war das in den letzten Tagen ein bisschen schwer, aber ich werde es auf jeden Fall nachverfolgen. Und ich bin gerade dabei, meiner Magierin Ordnungsmagie beizubringen. Einfach, weil ich es kann. Okay. Das muss ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Für mich ist es jetzt quasi doppelblind sozusagen, da ich gerade das Spiel nicht sehe und das Spiel auch nur aus den Parts, die ich schon gesehen habe, kenne. Der Witz ist nämlich, dass Skype sagt, dass er nicht mit, dass es nicht mit meiner Webcam kommunizieren kann. Ich besitze leider keine Webcam. Von daher ist es auch schwer, das Problem zu beheben. Tja, das ist nun mal Skype heutzutage. Seit dem letzten Update ist das so. Ich hoffe, das geht mit dem nächsten Update auch wieder weg. Und ich würde sagen, währenddessen machen wir einen Schnellkampf gegen Greifen. Gegen einen sogar nur. Und gehen zu einem Tor. Und da lese ich erstmal eine Runde vor. Lysander wollte dem Ritter, der über diesem Turm herrscht, klar machen, dass er für Paledra kämpft, aber er ist nicht überzeugt. All diese Politik ist mir einerlei. Ständig kämpfen Männer darum, König zu sein, oder niemand ist es wirklich wert. Soweit es mich betrifft, gibt es im Augenblick keinen König, meint der erboste Ritter aufbrausend. Lysander kann ihm seinen Zornesausbruch nicht verdenken. Ich muss passieren, Sir. Können wir nicht darüber reden? Nun, es gibt nur einen Mann, dem ich wirklich vertraue. Es ist ein Jugendfreund namens Proeto. Er wird wissen, auf welcher Seite ich kämpfen sollte. Bringt ihn her, dann dürft ihr passieren. Zur Erinnerung, Proeto war der, für den wir den Ankh des Lebens brauchten. Das heißt für mich, ich werde den Ankh des Lebens suchen müssen. Dafür gehe ich erstmal auf mein Schiff, weil ich glaube, der könnte sich da rechts in dem einzigsten Gebiet, was ich noch nicht erkundet habe, befinden. Was ja ganz logisch ist, weil alles andere habe ich schon erkundet. Und da ist er ja nicht. Tja. Bin ich mit ihm noch nicht gegangen? Klingt immerhin sinnvoll. Ja, und das Gebiet ist anscheinend nur bis Wasser zu erreichen. Also auf einmal über die halbe Karte, nur für Schiff. Na gut, eigentlich ist es ja die gesamte Karte, könnte man sagen schon. Von der unteren Ecke bis zur oberen Ecke. Zwar auf der linken Seite durchgehend, aber es ist eine ganze Karte. Zwar nicht diagonal, aber es ist eine ganze Karte. Ich wiederhole das gerade ziemlich oft, oder? Nein. So. War ich hier schon mit diesem Helden? Welchen bin ich gerade eigentlich wo? Nathaniel geht also auf Seefahrt, gut. Ich kann die noch nicht mehr auseinanderhalten. So. Haufenweise Runden verstreichen einfach jetzt nur noch mit Karte erkunden, weiterreiten, Karte erkunden, weiterreiten, Karte erkunden, weiter. Er wiederholt sich schon wieder. Tja, das ist nun mal irgendwie so. So, Lysander hat jetzt Expertenverteidigung, damit halten wir noch mehr aus. Und ich würde sagen, wir kämpfen nochmal gegen Giftsteinmal, die wir damals stehen gelassen haben, weil ich mich damals noch nicht an sie herangetraut habe. Und das holen wir jetzt nach. Und wir kaufen uns ein paar Mönche. Für die Giftschleimer. Mönche sind sehr praktisch wegen Todesresistenz, der Immunität. Und wir haben hier Titan. Es war ja neulich Woche oder Monat ist Titan, ich weiß gar nicht mehr. Naja. Erstmal, Nathaniel hat fortgeschrittene Ordnungsmagie. Adelaide hat fortgeschrittene Spiritualität. Und wir haben 129 neue Junker. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so viele werden. Ich mache gerade das große Truppen aufstocken nebenbei. Und ein Kampf. Nächste Runde. Diese Runde anscheinend sogar noch. Gegen. Die Truppen stockst du ja praktisch sowieso immer auf. Ja, irgendwann muss man es ja machen. Und da ich mir die Zeit nehmen will, mache ich es einfach die ganze Zeit durchgehend. 30 Giftschleimer haben wir vor uns gerade.
Das sind nicht allzu wenig. Und ich würde sagen. Nee, ich suche gerade einen Zauber. Den habe ich anscheinend echt nicht. Ich habe keine Heilung. Und das als Priester hier. Dann eben einen großen Segen. So. Wir nutzen wieder unsere Engel als Schutzschild. Weil die einfach mehr aushalten als andere in der Armee. Und heilen unsere Engel wenigstens halbwegs, damit sie diese Runde ohne Verlust überleben können. Während unsere Champions auch in die Offensive langsam gehen. Und unseren Mönchen als Schutzschild dienen. Alle dienen als Schutzschild hier. Wozu gibt es dann starke Truppen? Zum Kämpfen doch nicht. Nein, meine Ballisten hatten keinen Schutzschild. Sie wurden direkt angegriffen und haben 4 Leute verloren. Naja. Aber diese Runde soll ich den Kampf auch gewinnen. Die Champions haben die ersten erledigt. Die Engel erledigen die zweiten. Und irgendwer anders kümmert sich bestimmt auch noch gerne um die dritten. Und ich habe einen Engel verloren. Es gibt Rache. Und Tod. Wieder ein Kampf. Siegreich durchgestanden. Ohne größere Verluste. Mit einem Meister der Lebensmagie als Belohnung. Und okay, ich habe den Ank des Lebens gefunden. Juhu. Den gab's quasi gratis im Sonderangebot zu den Giftschleimer besiegen dazu. Ach, toll, ich mag solche Sachen. Wenn man sich halb tot suchen will und am Ende kriegt man es einfach geschenkt. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wie ich weiter vorgehen werde jetzt. Das Gebiet hätten werde ich trotzdem erkunden. Okay, Text. Die Giftschleimer warteten auf uns. Wie es aussah, hatten sie sich auf eine Art Zeremonie vorbereitet. Möglicherweise eine, um das Ankh des Lebens zu zerstören. Ja, schön, dass ich jetzt auch erfahre, dass sie den hatten. Ich wusste, woher die dunkle, blubbernde Flüssigkeit im Kessel stammte. Ich hatte die Toten gesehen. Und Lysander ebenfalls. Er befahl einen sofortigen Angriff. Schön, dass man den Text liest, wenn man die schon besiegt hat. Da nützt er mir auch noch viel. Tja, so kann es manchmal gehen. Da halten sie den auch ein bisschen weiter weg von den Giftschleimern machen können. Naja, muss man mitleben. Eben noch die Schätze hier einsammeln und dann machen wir uns auf zu Poeto. Der war hier irgendwo. Irgendwo ist gut. Poeto, wo bist du? Ah, da. Gefunden. Und mit der anderen Armee gehen wir weiter Richtung Schiffchen. Das verniedliche ich wieder alles. Ja, stimmt. Du sagst Engelchen, du sagst Schiffchen. Es ist schlimm heute, oder? Wieso heute? Es ist die gesamten letzten Wochen so. Das muss ich mir echt mal wieder abgewöhnen. Das habe ich sonst nie gemacht. Warum mache ich das auf einmal? Eine Frage, die niemand beantworten kann. Das Blöde ist auch gerade, ich bin mit der Armee Richtung Schiff gegangen, die den Seemannshelm nicht besitzt. Das heißt, wir verlieren jetzt eine Runde, um ein Feld zu gehen. Das ist eine nicht ganz sinnvoll genutzte Runde, würde ich sagen. So. Noch ein paar Ründchen, wie man verniedlichen könnte. Und wir sind bei Poeto angekommen. Unser Schiff braucht noch ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen ist untertrieben. Egal. Noch eine Runde dann eben bis Poeto. So. Und unser Schiff braucht noch 3. Bis zur nächstbesten Küste. Und wieder Text, schätze ich mal. Mach du Scheiße. Mein Lord trug das Ankh des Lebens noch um den Hals, als wir uns Adamos Haus näherten. Obschon wir uns Zeit gelassen hatten, um erst nach Poetos Mittagsmahl einzutreffen, sah der große Mann auf der Veranda und aß Honigkuchen. Er bot auch uns welchen an, aber Lysander lehnte ab. Was für ein Wächter seid ihr, Poeto, dass ihr den ganzen Tag immer nur hier rumsitzt und esst und trinkt, sagte Lysander voller Abscheu. Poeto lächelte, ungerührt von den Vorwürfen seines Fürsten. Ich bin überhaupt kein Wächter, entgegnete er. Ich bin Priester. Ich kopiere Adamos Schriften und übersetze sie in 3 Sprachen. Und ich bereite ihm die Mahlzeiten zu. Ein Priester, zutiefst zerknirscht, gedachte ich
einer Herausforderung bei unserer ersten Begegnung. Um ein Jahr hätte ich Poeto seines unziemlichen Benehmens wegen verprügelt. In diesem Moment kam Adamus heraus, um nach der Ursache des Stimmgewehrs zu sehen. Er war ein weißhaariger Mann in mittleren Jahren, der unablässig blinzelte. Adamus lächelte. Er fasste auf einen Blick die Art unserer Beziehung zu Poeto und warf dem großen Priester einen wissenden Blick zu. Bitte stört euch nicht am Gebaren meines Assistenten. Seine Manieren sind zu Zeiten gewöhnungsbedürftig, sagte Adamus. Zu Poeto gewandt fügte er hinzu, ich schätze, das ist der Grund, warum so ein vor Gesundheit strotzender junger Mann in meinen Obhut kam. Lysander bemühte sich, von diesem unerquicklichen Thema abzulenken, nahm das Ankh des Lebens vom Hals und reichte es dem alten Priester. »Wie es eurem Wunsch entsprach, Adamus«, sagte mein Herr. »Gut«, entgegnete Adamus und nahm das Ankh. Mir fiel auf, dass er es nicht umhängte. Zu den vielen Eigenschaften des Ankh gehört auch, dass er seinen Träger in die richtige Richtung führt, sagte mir Lord Lysander. »Wollt ihr Sir Wharton immer noch daran hindern, König von Palaedra werden?« »Mehr als alles andere«, sagt Lysander. Endlich legte sich Adamus das Ankh um den Hals. »Dann werden Poeto und ich euch begleiten, wenn ihr gestattet.« So, das war Massentext. Und wir haben jetzt Poeto, einen Level 11 Priester. Warte mal, der ist unser drittstärkster Held, der wird auch mit übernommen, wenn ich mich irre. Heißt, den werde ich ein bisschen trainieren, damit er auch, wenn er mitkommt, stärker ist. Logisch, ne? Jetzt weiß ich auch, warum du diesen Kraftausdruck am Anfang des Textes verwendet hast. Ich hab's ja nicht gesehen, aber war ja schon ein längerer Text. Tja, der war durchaus länger, das kann man so sagen. Ich hab quasi als erstes das gedacht, als ich diesen langen Scrolling-Balken gesehen habe am Rand. So, Poeto ist Meister Lebensmagie geworden. Und ich würde sagen, am Ende dieser Runde beenden wir den Part auch schon. Es ist schon wieder so spät. Tatsächlich. Und ich würde sagen, den schwarzen Flecken werden wir nicht mehr so schnell erkunden. Weil wir da nicht hinkommen. Das ist einfach nur ein Gebirge, schätze ich mal, was man nicht erkunden kann. Was ich irgendwie schade finde. Dann macht man sich extra solche Mühen. Nein, wir kämpfen nicht mehr. Kannst du knicken. So. Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwelche letzte Worte, weil du ja kaum was gesagt hast in diesem Part. Naja, du redest halt sehr viel. Ja, es gab diesen Part recht viel Text. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und dann auch noch recht lange Text. Ja, also ich nehme an, dass das nächste Mal, wenn ich dabei bin, dass ich dann einen Kanal haben werde. Und vielleicht, alles, was ich noch sagen kann. Vielleicht funktioniert Skype dann ja auch wieder richtig, dass du auch was sehen kannst. Ist ganz hilfreich. Ja, bestimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis demnächst. Ja, bis dann.